Matze, liebe Leute, heute machen wir mal fünf Dinge, die ich an meinem Mitsubishi Eclipse liebe. Verdammt, das ist mal für Auto. Nochmal. Matze, liebe Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute habe ich Bock, ein Video zu drehen über die fünf Dinge, die ich an meinem E36 liebe. Denn es gibt eigentlich so viele. Ja, fangen wir mal an. Weil es ist einfach eins meiner Traumautos und das muss einfach meiner Meinung nach erwähnt werden. Alleine diese Front. Generell die Optik von dem Auto. Diese extrem lange Motorhaube. Ist verdammt sexy. Punkt 1, was ich an meinem E36 liebe, ist die Optik. Muss sein, sonst würde ich so ein Auto gar nicht kaufen. Punkt 2, die Felgen. Die sind eigentlich fast schon ein Muss auf dem Auto. Auch jetzt mit dem Fahrwerk und der leichten Verbreitung, die er jetzt, mit der Verbreitung, die er bekommen hat. Jo. Was denn für eine Scheiße? Punkt Nummer 3, ich glaube, das wird ein recht kurzes Video, weil ich schon alles weiß, was ich sagen will. Wie die Geräuschkulisse in dem scheiß Auto. Die Tür, warte mal. Wie die Tür zufällt. Meine Tür klingt besser! Ey! Auch? Martin, halt's mal! Die Kofferraumklappe jetzt, wo der Heckspoiler drauf ist, klingt die nochmal wesentlich massiver. Ah, ich mag das. Geräuschkulisse geht weiter mit. Ist halt was, was man nicht überall hat. Oh, oh. Schön. Allein beim Fahren diese Klänge, das ist einfach Wellness. Das ist Wellness. Wenn du in das Auto einsteigst, du hörst die Tür zu scheppern, Wellness, du machst den Motor an, hörst den Motor anspringen, Wellness. Pure Entspannung in dem Auto, meiner Meinung nach. Was gibt's noch zu sagen? Also wir haben Punkt 1, Optik, Punkt 2, die Felgen, die müssen auf dem Auto. Punkt 3, die Geräuschkulisse, was das Auto macht. Punkt 4, an sich der Motor. Machen wir mal aus. Mal schön einen One-Taker draus. Dieser Motor ist ein geiles Teil. So viel wollte ich auch mal dazu sagen. Ist zwar jetzt nur der schwache 2 Liter mit 150 PS, aber der hat generell, wie elastisch die Leistung halt verfügbar ist, ist einfach genial. Die 150 PS reichen, auch obwohl der 280.000 Kilometer auf der Uhr hat. Der hat ja wie gesagt noch die 150 PS. Das Ding ist unkaputtbar, hoffe ich. Nicht, dass er mir jetzt morgen den Geist aufgibt. Ich hoffe mal nicht. So, dann fahre ich glaube ich gleich mal eine Runde und zeige euch den Fahreindruck. Jo. Jetzt im Innenraum, einige Wochen später, Winterräder sind drauf. Ich glaube, ich habe sie jetzt gebraucht. Ich bin jetzt 5 Meter von der Haustür zum Auto gelaufen und mir baben schon die Schneeflocken auf der überall. Und wenn man rausschauen kann, ja, es ist alles weiß. Vor einer halben Stunde hat noch die Sonne geschienen. Es war noch 5 Grad. Ja,
ging jetzt schnell der Wintereinbruch. Auf jeden Fall, wir schalten auf die GoPro. Es liegt keine 3 Minuten Schnee auf den Straßen und die Deutschen sind schon wieder am Schneeschippen. Sehr vollbildlich, aber nein, doch nicht. So. So, Spiegel würde ich schon gern was sehen wollen. Und Punkt 5, was ich am meisten liebe, egal ob sonnig, regnerisch oder im Schnee, vielleicht gerade auch im Schnee, ich liebe es, dieses Auto einfach Auto zu fahren. Es ist einfach, ich weiß nicht, jeder E36-Fahrer, also ob Männlein oder Weiblein, egal ob Kombi, Kompakt, Coupé, sonst da was, ist doch immer ein schönes Fahrgefühl in dem Ding. Man fühlt sich auch zu Hause, wie du drinnen hockst, wie alles klingt, wie du alles handhaben kannst, die Materialien. Okay, es ist ein bisschen plastiklastig, aber schön. Also es ist, wie schon gesagt, es ist eine Wellnesskur auf 4 Rädern. Das Einzige, was ich noch hier ändern will, ist der Schaltknauf. Da kommt dann ein M-Schaltknauf, beleuchtet da rein, originaler von BMW. Aber das Auto ist doch perfekt. Und ich will gar nicht mehr. Der scheiß 320er, der reicht vollkommen aus. Er klingt schön, er klingt wie seine großen Brüder. Er ist auch ziemlich aggressiv. Also, na, was heißt aggressiv? Auch auf der Autobahn macht er wunderbaren Job. Der fährt bis die 220, wenn dann das Getriebe nicht mehr kann. Beziehungsweise wenn der Bekannte dann sagt, jetzt ist mal Schluss hier. Aber der Motor die ganze Zeit, ich will weiter. Du merkst halt, der könnte noch bis 250 fahren. Und das ist halt schön. Gerade auf der Autobahn ist das ist wirklich die Heimat, sei Autobahn. Ich fahre viel Autobahn. Zwar jetzt halt nicht auf den Weg auf die Arbeit, aber wenn ich zur Halle fahre, wenn ich zu meinen Eltern fahre, besuchen fahre oder wenn ich meinen Bruder besuchen fahre, der ist ja in Hamburg, das sind ja 600 noch mehr Kilometer und das ist halt überhaupt kein Stress mit dem Auto, auch mit dem 70 Liter Tank, der er da drin hat, über 70 Liter, geil, du kommst überall hin, brauchst keine Angst haben, nicht wie so ein E-Auto, ne? Und ja, es ist absolute Fahrfreude. Auch wo ich richtig nass im Schritt werde, wenn ich gerade hier meinen BMW fahre und das Lied kommt. Miami, Dade County, let's ride, let's ride. Ich glaube, das ist so die BMW-Hymne für mich. Das Lied habe ich ja schon bei meinem Kompakt benutzt. Mehr brauche ich nicht. Also Frage an die E36-Fahrer da draußen. Wenn ihr ein Auto habt, was ihr unbedingt fahren wollt, ist es der E36, den ihr schon habt? Oder sagt ihr euch, boah, mei, lieber Lamborghini oder Ferrari? Könnt von mir aus... Du könntest mir einen Ferrari hinstellen oder einen Nissan GT-R. Ich würde mich trotzdem für einen E36 entscheiden, wobei der Nissan GT-R schon eine Granate ist. Der guckt halt nicht so wie der hier. Ne? Mal Kugelle. Und der klingt auch nicht so. Vielleicht klingt er ein bisschen aggressiver. Vielleicht hat er auch ein bisschen mehr Leistung. Ist mir scheißegal. Ich liebe dieses Auto. Ja, ich glaube... Ich habe Optik, Felgen, die Klangkulisse, den Motor und das gesamte Fahren von dem Auto ist einfach geil. Das sind meine 5 Punkte. Was sind eure 5 Punkte von eurem E36, was ihr unbedingt liebt, was ihr nicht vermissen wollt? Schreibt es unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich verabschiede mich mit einer kleinen Fotostory, wie ich das Auto gekauft habe, was nach und nach gekommen ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus, Le und Ari. Yeah. But I'm just gonna play in the music. Fuck all y'all.
Bring the bass, bring the bass. The underground gem, that's throwing y'all some diamonds. Everywhere I go, I always stay shining. Round the clock grinding, 6 years rhyming. Soon, it's autograph signing. I'm in it for the long haul. Word to my boy Nick, who dropping tracks on the weekly, murdering your whole clique. Recording on the daily, my catalog is sick. 200 songs recorded in 6 months, bitch. Cause it's savage mode only. If you ain't with it, getting left behind, homie. I'm Harley, Harleyer than Marty, Party Ollie. So show me who's the phony, Brody. I don't need you, homie. Throw back to the 90s. Grew up bumping only that motherfucking grimy. You try and catch up, put the whole pack behind me. A giant over sheep, and y'all are just too tiny. Y'all are just too tiny. I told y'all I was just gonna put it in the music. Don't act surprised now, cause I dropped something that you fucking with. Fuck all you jealous motherfuckers. Back to the basics, you running in some boots while I'm running in some Asics. I always stay lifted like a goddamn spaceship. I'm too raw, so just face it like the liquor when you chase it. So amazing, yeah, I'm blazing like the sun in the raisin. Reverse that line, dog, I really am waiting. A raisin in the sun, yeah, I'm shaping the game through meditation and levitating, elevating my mind. Crazy when I kid it, it's time. Too much homicide on the beat and still no crime, but fine. Call it white privilege, but the boy so ridiculous. Leave y'all skittish, won't know when I'm finished, yeah. Bitches, pray to your God, I ain't one for granted.